Bei der Bewerbung für ein Praktikum achte auf folgende Punkte. Warum möchtest du dieses Praktikum machen? Keine Ahnung. Warum willst du eine Zeit lang umsonst arbeiten? Welchen Vorteil hat das für dich? Was sind deine Stärken und Schwächen? Welche Erfahrungen hast du? Was willst du später einmal werden? Schifferskaufmann. Krankenschwester. Informatikerin oder Sekretärin. Zugfahrer. Zahnmedizinischen Fachangestellten. Hausmeister. Rezeption in Hotel. Krankenpflege. Konditor in einer Konditorei. Kaffeeröster. Erzieherin. Wie willst du dein Berufsziel erreichen? Ziel? Ich müsste gerne eine Ausbildung machen. Mit Kunden arbeiten. Kein Praktikum in einer Cocktailbar, Shisha-Kneipe, Dönerbude oder im Security-Bereich. Oh nein, nein, scheiße. Fange rechtzeitig an, dein Praktikum in deiner Freizeit zu suchen. Dann kommt die Recherche im Internet. Welcher Betrieb passt zu dir und deinem Wunschberuf? Ich suche als Praktikum als Schifferskaufmann. Ich will ein Praktikum gefunden. Kannst du mir helfen? Hä? Wer ist der Chef oder Personalleiter? Fahrer. Am Anfang ist Telefonieren am besten, weil das persönlicher ist. Was? Keine WhatsApp? WhatsApp oder Mail erst, wenn du dazu aufgefordert wirst. Haben Sie Instagram? Bei kleineren Betrieben könnt ihr auch selbst hingehen. Du glaubst, du bist jetzt bereit? Na dann los. Schreibe vorher auf, was du sagen willst. Denke daran, immer Zettel und Stift bereit zu halten. Mache ein Protokoll aller Gespräche, damit du später noch weißt, was du mit wem besprochen hast. Ich weiß nicht. Stelle dich am Anfang kurz vor. Sage, wie du heißt und wie alt du bist. Ich will ein Praktikum. Sage, dass du ein Praktikum suchst und wie lange das dauern soll. Wenn du aufgeregt bist, das macht gar nichts. Gib es einfach zu. Frage nach einem Vorstellungstermin. Meine Lehrerin sagt, ich muss Praktikum machen. Nein, 10 Uhr? Was? Das ist zu früh. Das sollte das Ziel sein. Ein persönlicher Termin für ein Bewerbungsgespräch im Betrieb, den du ausgesucht hast. Frage nach, wenn du etwas nicht verstanden hast. Ist die zuständige Person gerade nicht da? Schreibe dir ihren Namen auf und frage, wann du nochmal anrufen kannst. Lass dich nicht abschrecken von unfreundlichen Menschen. Trainiere solche Telefongespräche. Okay, du hast es geschafft. Ein Grund zum Feiern. Aber was ist, wenn der Betrieb am Telefon Nein sagt? Lan mal bu mal, gerizekalı. Lan p***sin sen oğlum. Saçını başını yolarım. Siktir git. Oder sich nicht mehr meldet. Nimm es nicht persönlich. Eine Absage kann viele Gründe haben. Alles meine Klasse ist machen Praktikum, ich nicht. Versuche gleichzeitig bei mehreren Firmen einen Vorstellungstermin zu bekommen. Es trainiert und erhöht deine Chancen. Super, du hast einen Vorstellungstermin bekommen. Was jetzt? Hast du alle Bewerbungsunterlagen bereit? Achte auf ein gepflegtes Erscheinungsbild. Körperhygiene und angemessene Kleidung sind wichtig. Checke den Anfahrtsweg. Wie gut kommst du zu Fuß, mit dem Fahrrad oder dem HVV zum Betrieb? Hallo, Entschuldigung, Sie. Ich suche eine Angriffsstraße am Bassin. Wo? Sei pünktlich. Ich bin geschlafen, ich komme spät. Der erste Eindruck zählt. Hallo. Hallo Frau Schmidt, herzlich willkommen bei uns im Haus. Haben Sie gut zu uns gefunden? Ja, gut. Versuche keine Vorurteile zu bestätigen. Verhalte dich natürlich und respektvoll. Achte auf deine Sprache, deinen Gesichtsausdruck und deine Körperhaltung. Ich möchte gerne eine Ausbildung machen. Schaue deinem Gegenüber in die Augen. Ein angebotenes Getränk darfst du ruhig annehmen. Darf ich Ihnen was zu trinken anbieten? Nee, will ich nicht. Höre gut zu und stelle auch Fragen, aber keine, die schon besprochen wurden. No, keine Frage. Zeige echtes Interesse am Betrieb. Wollen Sie auch? Bitte. Wie wäre es denn bei Ihnen mit dem Service? Ich kann machen TikTok-Video. Und wie finden Sie das zum Beispiel in der Küche auszuhelfen?
Haben Sie auch kein Interesse? Keine Ahnung. Okay. Frage zum Beispiel, was die Firma von dir erwartet, was du lernen kannst. Sage, wie viele Stunden du pro Tag arbeiten möchtest. 8 Stunden. Oh, ist so müde, kein Geld. Frage nicht sofort nach einem Ausbildungsplatz. Ja, genau. Lass das Gespräch nicht einseitig sein. Erzähle von deinen Zielen und Stärken. Was für Stärken, was für Schwächen bringen sie denn mit? Ich möchte Krankenschwester werden, aber ich kann nicht das Schwere heben. Okay. Berichte von deinen anderen Erfahrungen. Ich habe Kakao und Kaffee, Bohnen gepflückt. Siedenmilch. Ja. Das ist er wirklich nicht vonnöten. Erzähle von deinen sportlichen und sozialen Aktivitäten. Zeige, dass du ein Teamplayer bist. Vergiss nicht, am Ende des Gesprächs die Kontaktdaten zu notieren oder lass dir eine Visitenkarte geben. Wenn du nicht sofort eine Zusage bekommst, frage nach, wann eine Entscheidung getroffen wird. Solltest du eine Absage bekommen, nimm es sportlich. Verabschiede dich höflich. Ich möchte ein Foto machen für meine Omi. Hallo Omi. Frage nach Tipps, was du besser machen und wo du dich sonst bewerben kannst. Was mir auch überhaupt nicht gefallen hat, dass sie die ganze Zeit ihr Handy in der Hand hatten. Kann ich ihnen nur die Daumen drücken, aber damit werden sie keinen Erfolg in Zukunft haben. Hast du den Platz bekommen, hole dir die Praktikumsbestätigung persönlich im Betrieb ab. Das spart Zeit und Geld und macht einen guten Eindruck. Reflektiere das Gespräch. Was war gut? Was könntest du besser machen? Prüfe in der Folgezeit deine E-Mails. Lese Nachrichten sorgfältig durch. Vielleicht gibt es noch Unterlagen, die du nachreichen sollst. Warte nicht zu lange mit der Beantwortung. Hole dir Hilfe, wenn du allein nicht weiterkommst. Braucht ihr noch Hilfe? Nein! Alles klar. Alles klar. Super. Unbekannte Telefonnummern müssen nichts Schlechtes bedeuten. Es kann eine Rückmeldung aus dem Betrieb sein. Wenn du nichts hörst, lass 4 bis 5 Tage verstreichen. Hake nicht zu früh nach. Bewerbe dich parallel weiter bei anderen Betrieben. Ich glaube, ich habe das Praktikum. Ändere nie deine Mobilnummer oder deine Mailadresse. Kein Anschluss unter dieser Nummer.